I just wanna make you sway. I wanna make you sway. I just wanna make you sway. I wanna make you sway. Guten Tag, guten Tag. Der Kleenox ist zurück und hier mit dem zweiten Teil, wenn man so will, der ersten Mission. Denn die konnte ich beim letzten Mal wegen der Zeit nicht zu Ende spielen. Und dann machen wir nicht mehr weiter. So. Oh, nicht so viel Schuss, aber egal. So, was sollen wir jetzt machen? Hab ich schon wieder voll vergessen. Eingelegen, das ist immer der Fall. Gibt's hier noch welche? Okay. Du bist der Boss. Mann, irgendwie weiß ich gerade nicht, aber es leckt. Komisch. Komm, dieses ist ein Video von mir zu sehen. Wäre nicht so geil, sag ich mal. Nein! Scheiße. Na gut. Auch du musst ja nicht so viel nachstehen. So, jetzt reicht's mir. Ja. Gut, genau, das war jetzt. Also. Okay, ich weiß schon, wie diese hier heißt. So. Aha, okay. Gut. Das Spiel ist Call of Duty Modern. Ach, das erinnert mich an was. Ich sollte fragen, ob der Kill Ghost nicht Call of Duty Modern Warfare 3 auf dem Story-Modus, so wie ich von Modern Warfare 2 Let's Playen soll. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr das möchtet. Und falls ja, wird es dann, nachdem ich Modern Warfare 2 rausgebracht habe, also komplett die Story durchgezockt habe, kommt dann wahrscheinlich MW3 raus. Die doch mal. Gesichert! Darauf habe ich ziemlich Lust. Hunter 2-1, ein Overlord. Hunter 2-1, hier Overlord. Jetzt? Bitte kommen. Ach ja. Jetzt sollen wir uns durch die Straßen durchkämpfen. Vorsicht,
vorsichtig zum Sammelpunkt vorrücken. Das ist bewaffnete Feinde sein. Alles immer vorsichtig. Liebe die PMP. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe es. Auf den Gegner. Ich schieß schon nicht auf dich, Corporal Dunn. Oder auf Sergeant Foley. Ich bin nicht so einer, der so auf Teambeschuss steht. Ich hasse ihn selber wie Sau, wenn man irgendein Server ist und man ist Teambeschuss. Was hasse ich? Ja, ich renne jetzt einfach hier durch. Haha. Ha, ich habe ihn gemessert. Ich mag den nicht. Und weiter geht's. CIA. Central Intelligence. Agency. Wie sehe ich aus? Wie einer von den bösen Jungs. Ideal für ihren Geheimauftrag. Also ist Makarov der Preis? Makarov ist kein Preis, er ist käuflich. Er arbeitet stets für den, der am besten zahlt. Vergessen Sie nur Ihre neue Identität nicht, dann bleiben Sie am Leben. Willkommen bei 141, eine Einheit der besten Krieger auf diesem Planeten. Es ist eine Ehre, Sir. Wann treffe ich den Rest des Teams? Sind auf einer Mission, sichern ein abgeschossenes ACS-Modul in feindlichem Gebiet. Ach, jetzt kommt die Mission. Nasse Füße? Dazu ist es dort viel zu kalt. Sibirien oder so. So dürfen wir spielen, der ja auch in Modern Warfare 1 der Neuankömmling war, wie man schon mitgekriegt hat. Hier kommt jetzt gleich kurz ein kleiner Cut. Das ist Captain McTavish. So, jetzt werde ich kurz einen kleinen Cut machen. So, jetzt geht's auch um weiter. Ich habe hier ein Problem. Ich darf hier auch nicht zu sehr lang, weil ich habe es ausprobiert beim letzten Mal. Ja, man kann wohl da. Mich ansehen. Auf mein Zeichen da. Mag sie jetzt schon. Ach, guck mal. Meine an. Ich habe bis hierhin gespielt. Hier hoch war ich noch und danach ist alles blau. Heißt, ich weiß, wie ich spielen muss, weil hier dran hing ich jetzt auch erstmal eine Zeit lang. Bis ich kapiert, dass man das so machen muss. Dauerte dann doch eine gewisse Zeit lang. Aber jetzt habe ich sie drauf. Man sieht. 1A, oh, scheiß drauf, was mit McTavish da oben ist, wir gehen eiskalt weiter. McTavish ist tot, wir machen weiter. Wir sind miese Kameradenschweine. Na los, na los, na los, na los. Viel Glück, Mann. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Was? Ach, jetzt kommt der scheiß Sprung. Irgendwie habe ich da immer das Gefühl, da sterbe ich gleich. Aber nichts demgleichen. Knapp. Und weiter geht's. Jetzt erstmal verschnaufen, ey. Boah, das war ja gerade knapp. Oh ja, stimmt, ich habe die ACR. Ich weiß ja schon, wie es geht. Hopp. Roach, Herzschlagsensor überprüfen. Ist überprüft. Sollte auf der Anzeige erscheinen. Der blaue Punkt bin ich. Blauer Punkt, warte. Hatte als weiße Punkte. Ja, da blauer. So sieht man jetzt unten sehr schön, dass das ein blauer Punkt ist und weiße Punkte sind Gegner. Die ACR, ich liebe sie. Roach, diese Trottel haben keine Ahnung, dass wir hier sind. Wir können uns Zeit lassen. Wir nehmen den da links.
wollte jetzt dieses Mal jetzt nicht so lange reden lassen. Da gibt's andere, die das wahrscheinlich sogar noch länger laufen lassen, aber egal. Achso, kommt die erst hier hinten die Kurve rum. Und noch weiter. Wo sind die denn? Ach da. Wow. Sie übernehmen den da links. Ja, ja. 2, 3. 1, 2, 3. Also. Schätze, ich muss alles allein machen. Entschuldigung, ich hab da auf den anderen falschen geguckt. Der Sturm wird stärker. Ausgerechnet jetzt. Ach, wie komisch. Hier trennen sich unsere Wege. Unsere Wege trennten sich schon. Nee, da unten ist er noch. Dachte gerade schon. Hui. Unten, jetzt sieht man ihn etwas besser, den blauen Punkt. Man hat ja auch schon die weißen Punkte unten gesehen. Wir trennen uns. Ja. Ich halte mit dem Thermalziel fernrohr von diesem Kamm aus Wache. Schleichen Sie durch den Sturm in die Basis. Tschüss. In dem Schneesturm sind Sie wie ein Geist. Die Wachen erkennen Sie also erst sehr spät. Ich bin Ghost. Augen auf den Herzschlagsensor. Viel Glück. Und der gehörte ihm. Ein von den beiden wollte er rausschauen. Oder Öl. Ach, das ist der, der hier steht. Ja, ja, der war gut. Ich weiß. Ich sehe das auch, dass der tot ist. Sind wir ja einer Meinung. Sehr schön. Der gehört mir. Gut, viel Spaß. Der da hinten gehört. Was ist der denn jetzt? Sehe ich den gar nicht? Hä? Ach da. Der da voll gehört. Erwischt. Ich mach's immer nur voll. Halbe Sachen mag ich nicht. So. Deswegen sterb ich auch immer voll. Ich nehme den hier. Okay. Wo war der denn? Ach, er läuft da hinten irgendwo lang. Scheiße, wie viel war der denn? Wieder einer. Dann gehen wir mal an Heller Straße. Verstecken. Sie haben eine Wache alarmiert. Scheiße, sie haben eine Wache alarmiert. Ich muss hier. So viel zur Wache alarmiert. Alarmiert. Alter. Was ist denn heute mit mir los? So viel zu dem Thema. Sie haben eine Wache alarmiert. So, wo ist das? Ach, das ist in dem Haus da. Außer Sicht, fuck. Außer Sicht bleiben. Außer Sicht bleiben. Machen in Alarmbereitschaft. Ich bin immer außer Sicht. So. Bleibt der Truck. Roach, die Tankanlage ist am Nordostende der Landebahn. Okay, heißt, ich muss jetzt da hinten hin, da, genau da, wo ich gerade hier, da muss ich hin. Ach, da oben. Okay, gut, danke. Den habe ich nämlich kaum gesehen. Boah, ist mir eiskalt. Der Truck kommt. Ein Truck, ich habe Angst. Da vorne hält er oder so was. Nee. Verstecken. Sie haben eine Wache alarmiert. Was? Wie wollen die mich denn bitte sehen? Achtung, der Truck hat angehalten. Ach, schnell. Ihr Ziele sind ausgestiegen und sehen sich um. Oh, Scheiße. Oh, beim letzten Mal habe ich da noch mehr gesehen. Roach, im Nordosten der Landebahn nach der Tankanlage suchen. Ja, da können wir so gut die Welt. Nicht schlecht. Dann daran bitte so schwer. Ich sag nur so, wer mich sieht. Also wen ich sehe, der sieht mich eigentlich auch. Aber die sind ja auch alle so blind und sehen mich nicht. Ein Pluspunkt.
alle Wachen. Sekunde. Aktivität auf der Landebahn. Mehr als 20 Feinde nähern sich zu Fuß. Oh, Scheiße. Und tschüss. Roach, die Tankanlage ist am Nordostende der Landebahn. Das ist die Tankanlage. Sie haben sie gefunden. Noch irgendwas? Nö. Ich höre weitere Funksprüche über den Satelliten. Bereithalten. Ich behalte mich mal. Der Satellit scheint im Hangar ganz hinten zu sein. Wer zuerst da ist, breche auf. Ende. Nur dann brech mal auf. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, soll ich jetzt mal. Ah, hier kommt er. Ah. Da kann ich noch nicht lang gehen. Will er noch nicht echt von mir verlangen. Ja, ich gehe da nicht so mal lang. Nein, das mache ich nicht. Scheiße, ich glaube, ich bin gerade falsch gelaufen. Ich brauche nämlich zu sagen, ich habe selber bemerkt, ich laufe falsch. Aber jetzt ist auch schon fast egal. Ich jetzt Roach, ich warte da. Hinter den Hangars an der Südwestecke der Landebahn. Ich weiß, ich hätte doch einfach immer runterrennen können. Ah, oh, lass mich allein. Ich will jetzt hier rein. Ich habe das zwar noch nie gezockt, aber ich habe mir einmal ein bisschen was so im Let's Play angeguckt. War wunderschön, muss ich sagen. So alles weiß und so. Hat also eine AK ohne Schalldämpfer als zweiten Fall. Ah, zerbisch. Böser. Nett. Ich schätze mal, der ist tot. Raufgehen und das ACS-Modul suchen. Mach ich schon. Du hältst da unten Wache. Roach, ich bin aufgeflogen. Stillverhalten und Feuer einstellen. Plan B. Und boom. So. Dicht an der Wand bleiben. Wir nehmen die Mixerstrecke und gehen über die Räuber, Südosten. Hey, ich doch einer das Ganze da genau. Ich sehe. Was machen die denn da? Oh, jetzt hätte noch mal ein paar Granätchen. Ich hab sie auf der Arme. So, komm. Jetzt lass abhauen. Ich hab keinen Bock mehr hier zu sein. Ja, los, renn doch. Los. Ah, was machst du denn? Ich laufe ja voll ins Gefecht. Ist mir Feuerschutz. Und wo soll ich jetzt hin? So, vorne. Ah, nett. Okay. Der Feuerschutz ist auch nett. Boah, McTavish, du. Böser, böser Junge, du. So. So, wisst ihr was? Diese Mission beende ich noch. Man hat es vielleicht gesehen vorhin. Da war echt ein kleiner, zu großer Cut drin. Ich habe nicht mehr an die Aufnahme gedacht, dass die ja nach 10 Minuten mal aufhört. Von daher habe ich dann das eben vergessen. Dadurch kam zustande, dadurch kam zustande, dass der Teil jetzt mal aufgenommen hat. Mann, jetzt hört auch auf mich zu schießen. Ich kann auch nichts für eure Dummheit. Das Schneemobil nehmen, Roach. Verschwinden wir. Ja. Hui, ab geht die Pa-
verteidigen die Karriere. 401, primärer Treffpunkt gefährdet, unterwegs zur Landezone mit Fallenfahrzeugen. Wir treffen uns dort. Over. Bravo 6, 4, Kilo 6, 1, verstanden und Ende. Wir haben nur Glück als Sniper für. Weitere Ziele hinter uns. Ich denke, das Kreuz wird noch mal mit Doppel 9 zu haben. Ui. Der ist auch immer nicht explodiert. Anhalten bedeutet Tod. Ja, ich weiß, das ist auch. Ich hätte es nicht gehört. Ich bin hier nicht doof. Obwohl ich mir gesagt habe. Ich bin noch unterwegs. Typisch. Ja, man hat es ruhig. Und ich habe das Gefühl, dass es hier mir ein bisschen leckt. Und ich davon am Ende nicht, Videos zu sehen. Ich muss jetzt alles wieder nachspielen und so bis zu der Stelle. Na los, na los. Tabulex, wie ist der Status? Over. Wie? Starker Beschuss, aber wir sind fast da. Bereithalten! Gas geben! Weiter! Fuck! Wie kann das denn passieren? Oh, warte. Ja. Auf jeden Fall ist diese Folge so. Sterben ist auch nicht schlimm, oder so, wirklich. Oder die ersten Tode. Das soll ja ein bisschen endlich noch mehr passen. Mal gucken, wie ich sie werde, aber. So, jetzt nicht an die Bäume. Das ist, glaube ich, nicht so gut gewesen. Man kommt ja auch einfach verdammt in Fahrt, ne? Das ist auch einfach so. Bravo 6, wir haben Sichtkontakt. Morgen, na los, der Treibstoff wird verdammt knapp. Okay, wir haben das Ansehen, jetzt verschwinden wir von hier. Jo. So. Direkt nach dem nächsten Zwischensequenz höre ich dann auch auf. Gary der Rest von Kommando 141 hat das ACS reingebracht, Alan. Zwei Mann haben meine gesamte Basis erledigt. Von ihnen erwarte ich noch mehr. Gestern waren sie Soldat an der Front, aber heute sind Fronten Geschichte. Uniformen sind Reliquien. Überall tobt der Krieg und es wird Opfer geben. Dieser Makarov kämpft seinen eigenen Krieg und er kennt keine Regeln, keine Grenzen. Er schreckt von nichts zurück. Wirklich vor gar nichts. Er ist keiner Flagge gegenüber loyal, keinem Land, keinem Ideal. Er tauscht Blut gegen Geld. Ihr neuer bester Freund. Der Preis dafür war hoch, dass Sie neben ihm stehen. Aber agieren Sie trotzdem besonnen. Sie müssen in einem Undercover-Einsatz an Makarovs Seite kämpfen. So. Ja, können Sie jetzt das Bild einblenden? So, das war's dann auch schon wieder. So, ich kann die Mission noch überspringen. Stimmt. Weil hier werden jetzt auf Zivilisten und so was gesprochen. Das wurde ich auch am Anfang gefragt, ob ich das nicht möchte. Ich habe trotzdem Nein gedrückt. Heißt, wir spielen sie. Aber das tun wir in der nächsten Folge. Und nicht vergessen, die Umfrage wegen MW3 bitte fleißig in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.